Herzlich willkommen zum zweiten Teil Stop-Motion-Videos erstellen. Heute soll es ganz doll um den Ton gehen. Also, wie können wir eigentlich jetzt zu unserem Video auch noch ein bisschen Ton machen? Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich euch noch etwas zeigen. Ich habe mein Video ja hier gedreht mit dem Auto und ich habe es auch gerade ein bisschen verlängert. Da kommt eine Person dazu, mit der wir gleich sprechen wollen. Aber dabei ist mir etwas aufgefallen, ich habe ein falsches Foto gemacht. Seht ihr? Hier ist die Person schon weiter, ist die Person noch weiter hin und davor war sie schon ein Stück davor. Dieses Foto möchte ich nicht in mein Video haben. Deswegen möchte ich es löschen. Jetzt seht ihr ja unten, ist das Bild mit so einem blauen Rahmen umrandet. Da klicke ich einmal drauf und dann geht das hier auf. Und dann kann man rechts unten auf die Papiertonne drücken. Löschen. Dann ist dieses Bild weg, das wir eigentlich gar nicht haben wollten. Ja? Gut. Und dann starten wir mit dem Thema Ton für heute. So, und zwar habe ich jetzt hier eine zweite Lego-Figur eingebaut, die zu der anderen Figur kommt und mit ihr spricht. Jetzt suche ich mir den Punkt raus, wo ich mit dem Ton anfangen möchte. Das ist dann, wenn er hier gerade vom Auto kommt, da möchte ich mit dem Ton anfangen. Dann drücke ich auf das Mikrofon. Das ist da neben dem Plus. Da ist so ein Zahnrad und so ein Plus und ein Mikrofon. Da klicken wir drauf. So, jetzt geht ein ganz neues Menü auf und da können wir auf diesen roten Knopf drücken, Aufnahme. Wenn ich den gleich drücke, dann wird die Aufnahme gestartet. 3, 2, 1. Hallo Tom, wie geht's dir? Komm, wir fahren zu mir nach Hause. So, jetzt habe ich den Ton aufgenommen und jetzt können wir ihn abspielen. Auch nochmal, um das zu überprüfen, was wir da gerade gemacht haben. Hallo Tom, wie geht's dir? Komm, wir fahren zu mir nach Hause. So, wenn wir uns sicher sind, dass wir das so behalten wollen, können wir jetzt auf Fertig drücken. Und jetzt ist dieser Ton in dieses Video mit eingebaut. So können wir dann die Figuren zum Sprechen bringen. Wir können aber natürlich auch mit der Aufnahme zum Beispiel ein Autobrummen einfügen. Das können wir einmal mit diesem Mikrofon, da müssen wir selber ein Brummgeräusch machen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, aus dem Programm Töne zu benutzen. Aber Achtung, das kostet Geld. Also bevor du das machst, solltest du deine Eltern fragen, ob du das überhaupt bezahlen darfst. Wir gehen dazu, wenn wir Töne aus dem Programm nutzen möchten, auf das Plus. Das ist neben diesem Mikrofon. Und da gibt es den dritten Punkt. Das ist so eine Musiknote und da steht Audio. Da klicken wir drauf. Und dann gibt es hier ganz viele verschiedene Sachen. Man kann hier unten auch so Titelmusik auswählen und dann gibt es hier aber auch Toneffekte. Das ist das mit dem Stern. Das sind Toneffekte. Und dann kann man hier sich ganz viele Sachen anhören. Zum Beispiel auch ein Alien. Dann kann man so etwas Probe hören. Was aber gut passt zu unserem Video, ist der Ton Auto. Den hätte ich gerne in dem Video, wenn das Auto angefahren kommt. Also wähle ich den aus. Zack, ist er mit drin. Jetzt spiele ich mal das Video ab. Hallo Tom, wie geht's dir? Komm, wir fahren. Aber Mist, da überschneidet sich der Ton. Jetzt habe ich das Gespräch gar nicht richtig hören können und das Autogeräusch war ganz schön laut über dem Gespräch. Wir können das ein bisschen verkürzen. Dazu gehen wir wieder ganz nach vorne, wo diese Note ist. Da haben wir den Ton von dem Auto eingefügt. Jetzt klicken wir nochmal wieder auf das Bild und auf diese Note, auf den Ton. So, und jetzt können wir den Ton ein bisschen verändern. Wir können ihn kürzen. Wir können hier auf den weißen Punkt gehen und dann kann man das verändern. Und da seht ihr oben auch das Bild. Ich kann also das Bild raussuchen, wann der Ton aufhören soll. Das ist hier. Wenn er gerade aus dem Auto steigt, dann möchte ich den Ton nicht mehr hören.
Und dann drücken wir nicht unten auf Schneiden. Das ist also, du hast unten einen roten Punkt Löschen. Daneben steht Schneiden. Das ist jetzt grau hinterlegt. Wir gehen auf Ein- und Ausblenden. Das ist der Punkt daneben. Da müssen wir einmal draufklicken. Siehst du? Jetzt wechselt es auf Grau. So, und jetzt haben wir das nur für diese Zeit eingeblendet. Wir probieren das mal aus und gucken, ob das jetzt passt. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu kurz. Ich verlängere das noch mal ein bisschen. Zuck. Und spiele es nochmal ab. Das passt jetzt gut. Dann kann ich ganz oben rechts in der Ecke steht fertig. Da kann ich jetzt drauf drücken und dann ist das weg. Und jetzt überprüfen wir nochmal unser Video. Hallo Tom, wie geht's dir? Komm, wir fahren zu mir nach Hause. So, jetzt ist es eigentlich schon fast fertig. Ich hätte, glaube ich, gern am Schluss auch noch einmal ein bisschen mehr Autogeräusch. Also ich gehe wieder ans Ende, suche mir jetzt die Stelle an, wenn die mit dem Auto losfahren. Hier geht es los. Und dann drücke ich da drauf und gehe wieder auf das Plus. Gehe auch wieder auf diese Note auf Audio, wähle Auto und schon kommt das Autogeräusch. Zack. Hallo Tom, wie geht's dir? Komm, wir fahren zu mir nach Hause. So, jetzt ist unser Video fertig. So, jetzt bist du dran. Jetzt kannst du deinem Video ein bisschen Musik hinzufügen. Viel Erfolg dabei. Beim nächsten Mal geht es um Hintergründe.